Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim zweiten Rennen beim Großen Preis von China in Shanghai zurück auf dem Kalender oder wie man es nennen möchte. Nachdem wir den Saisonauftakt gewinnen konnten mit einer wahnsinnig guten Pace, was ja auch die Performance hergibt. Nach einem wirklich schlechten Rennen von Vettel, ich hoffe, da geht es bergauf wieder. Oder ich hoffe, dass er da ja, mehr abliefern kann auf jeden Fall. Das Auto kannte, wie man sieht. Nur Red Bull ist vor uns und ja, und ich sehe mir in China, wo ich mich am meisten drauf freue, bisher schon, da zurück zu sein. Die Strecke mag ich immer besonders, im Real Life und auch im Spiel. Aber man sieht, ob ich da auch noch gut bin. Also, ich bin da jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gefahren. Aber erstmal Ereignis. Ja, man könnte Verstappen nehmen, aber ich würde mal einfach mal es mir leichter machen und lieber Russell nehmen. Gut, ein Verstappen als Rival, ne? Also dann wird man immerhin auch gepusht, aber ja, ich will lieber ein bisschen einfacher haben. Ich wette jetzt, es wird Russell am Ende der sein, den ich schlagen muss und nicht mehr Verstappen. Ich weiß schon. Okay, wir haben. Oh, Alter, wir können ja wieder gleich noch mehr Upgrades machen. Haben wir überhaupt noch was? Am Laufen? Oder. Die haben wir gar nicht, okay. Dann wird es ja Zeit, wieder was zu machen. Und zwar, wo sind wir denn noch nicht so gut? Ja, hier sind wir gut. Sehr gut, top. Hier könnte man was machen. Wir könnten jetzt verfallen von Ultimatives, wenn es von 1 gibt, machen. Das ist zumindest mal ein großes. Mal Motor. Gibt's ja. Oh, das ist sogar groß. Gibt es ja irgendein Ultimatives vielleicht hier nicht? Ultimatives können wir für über 3000 auf jeden Fall holen. Wenn es eins schon gibt, das weiß ich halt nicht. Das sind nur große, ja, okay. Wahrscheinlich sind die noch gar nicht frei, was ja auch klar ist. Ich meine, wahrscheinlich nur das ist. Aber das sind riesengroße. Dann machen wir doch für die Aerodynamik am besten ein großes. Und wir können noch eins für Feinstaub machen. Vielleicht irgendeins für 1, ah, schade, das ist 13 zu wenig. Schade, dass es klappen können. Oder gibt es noch ein ganz, ganz, ganz billiges? Nee. Also billiger als ein. Ja. Okay. Macht nichts. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal wöchentliche Ressourcenpunkte bekommen. Sogar viele. Zweimal. Und dann werden wir auf jeden Fall uns da eins leisten können. So, erstmal anhalten nochmal. Und jetzt können wir uns auf jeden Fall eins leisten wieder. Ja. Oh, und wir wurden sogar von Ferrari mittlerweile dadurch überholt. Ja, aber gut, wir sind gleich auf mit Ferrari, würde ich sagen. Dann beim Fassi würde ich sagen, noch eins, dieses hier, was ich wollte. Obwohl, nee, das ist nur klein. Gibt es da noch ein großes? Ja, das wäre. Oh, das wäre ein riesengroßes, sehe ich hier gerade. Hätten wir nicht mehr das nehmen sollen, merke ich gerade. Ja, das wäre cleverer gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann warten wir mal noch ab. Bis zu diesem Tag hier. Perfekt. Oh, Red Bull, Alter. Red Bull, ich weiß nicht, was die hier tun, aber die sind ja mega krass, Alter. Mit den Upgrades. Die sind ja schon noch richtig deutlich von fast von. Okay. Jetzt haben wir hier dieses schöne, wunderschöne Große. Das ist ein riesengroßes. Und sogar in 18 Tagen nur da. Also, es geht sogar fast sogar schneller als das Aerodynamik, was jetzt mittlerweile in 10 Tagen schon ankommt. Also, so schnell kann es mal gehen. Das würde uns schon, aber das würde uns schon, wenn das ankommt, direkt ran an Red Bull bringen, wenn die in der Zeit nichts mehr machen. Aber das glaube ich nicht. Die werden bestimmt irgendwas machen. Jetzt sogar in 7 Tagen nur noch. Die sind echt weit vorne, die Red Bull. Das ist unglaublich. Und ob unsere ankommen, ist so wieder die andere Frage. Aber gut, jetzt können wir erstmal ins Wochenende starten. Mann, freue ich mich auf diese Strecke. Ewig. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die gefahren bin. Um ehrlich zu sein. In Karriere zumindest. Okay, immerhin mal Trockenheit. Also ich meine, jetzt von Regen bei dem Comeback in China. Nein, lieber nicht. Das sage ich mal ganz ehrlich. Also China und Regen, das ist. Vor allem, wenn man da zum ersten Mal seit langem wieder fährt, ist schon nicht ohne. Okay, die Komponenten sehen gut aus. Okay. Ja, gut, ist halt logisch. Müssen wir überhaupt noch Trainings? Wir machen einfach mal Trainings schnell. Nur ein Training wieder schnell. Um ein bisschen was an Ressourcenpunkte zu bekommen.
Ah, Mist, wollte ich gar nicht. Immerhin hat es geklappt. Das auch. Und jetzt noch das eine. Aber gut, machen wir wieder das, dann ist halt ein Ressourcenpunkt nicht. Aber ist egal. Wir haben viele Ressourcenpunkte jetzt bekommen. Die anderen Trainings mache ich jetzt nicht. Gut. Wie gehen die Strecke überhaupt nochmal? Ich habe wirklich. Ja, irgendwie weiß ich das schon noch, aber. Oh, genau viele. Okay, genauso viele Ressourcenpunkte. Interessant. Also von den Ressourcenpunkten liegt am Vettel gar nicht. Also gut, das liegt an der Erfahrung, die er hat. Weshalb das alles so gut ist. Aha, so geht's aber. Okay. Boah, jetzt. Wie sind die. Ah, okay. Ich liebe die Strecke wirklich, also wenn ich die jetzt wieder sehe, mit dieser ewig langen Geraden auch noch dazu. Aber ich denke, es ist klar, dass man eine kleine Testrunde braucht und erstmal ein bisschen entspannen muss. Ja, vor allem die Kurve zu weit raus ist gefahren. Die Strecke ist nicht ohne, also die ist schon schwer, was das Fahren angeht, aber die macht extrem viel Spaß. Vor allem die langgezogene Rechtskurve, ja, da kann man sogar weit rauskommen hier. Das war vielleicht sogar ein bisschen zu weit raus, um schnell zu sein. Ja, okay, das. Ja. Das meinte ich. Und zum Fahren ist die echt geil. Oh. Aber das Auto geht dann nicht so gut um die Kurven, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich bin nur einfach viel zu schnell um die Kurven. Oh Gott. Ja, okay, die Runde ist noch nichts. Am besten hänge ich gleich von einer ran. Vor allem, glaube ich, war das so eine Strecke, wo der Reifenverschleiß richtig zum. Also gut, dass die Reifen noch richtig gekehlt hat. Also, da bin ich mal gespannt. Das war vielleicht die reifenfressendste Strecke im letzten Spiel. Zumindest. Oh, Alter. Also das ist ja noch nahezu eine Desasterrunde. Es denke ich zumindest vom Gefahren her. Aber gut, das Auto ist schon sehr gut. Es kann sein, dass es trotzdem so die langsamsten schon mal reicht. Aber ich glaube, wir müssen es wissen. Oh nein, ja. Okay. Auch hier nochmal schön verbremst. Okay. Passt zu der Runde. Hänge ich noch einen ran jetzt. Na, immerhin die Kurve ist hinbekommen. Nur 18 weg von Alonso hat sich wie 2 Sekunden angefühlt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, jetzt nicht so gierig dadurch. Ja, so ist besser. So ist besser. Ja, so ist besser. Und zu viel hat das Ganze gekostet hier, wie ich gedacht habe. Hat schon viel gekostet. Aber die Runde ist schon besser auf jeden Fall. Na, oh, hier habe ich sogar eine halbe Sekunde eingebüßt. Ernsthaft? Das hat sich schlimm angefühlt, ja? Oh, weit raus, ja. Ja, 7 Zehntel mal verbessert, okay. Das bringt mich zumindest mal nach an Alonso. Das war ungefähr eine Zehntel hinter Alonso. Und 15 der Science aber auch noch nicht perfekt. Aber
Ich hoffe, dass es trotzdem reicht, um weiterzukommen. Ich meine, es waren 7 Zehntel, nochmal Verbesserung. Ja, eine Sekunde hinter, okay, hinter dem deutlich stärkeren Red, oder etwas stärkeren Red Bull. Ja gut, wenn man aber sieht, wo Leclerc ist, der, ja okay, das war noch keine gute Runde. Wo ist Vettel? Und der ist, ja, bei dem scheint irgendwas schief gegangen zu sein aktuell. Kann man sich davon safe sein? Das sind 8 Zehntel safe, ne? 8 Zehntel. Wollen wir da pokern jetzt? Also die. Ja, wir können ja nochmal mit gebrauchten Reifen einfach losfahren, damit die jetzt einfach keinen Betrug da abziehen, unter die Zeiten simulieren. Kennt man ja. Da wundert man sich, dass man raus ist und. Nur weil hier die Zeiten simuliert werden noch, weil man immer raus war. Okay, ja, Mick. Ja, okay, warum weil ich das hier fahre? So zeitig, keine Ahnung. Mit diesen gebrauchten Reifen natürlich nicht mehr machen können, denke ich. Obwohl da immer noch viel nicht gepasst hat. Also vielleicht habe ich wohl so viel Zeit verloren, dass ich trotzdem mich verbessern kann. Auch mit solchen Reifen. Wieder zu raus, glaube ich. Hier habe ich deutlich auf den Weg aufgeholt. Der ist aber definitiv auf der neuen schnellen Runde. Oh Gott. Oh nee, René, was? An dem Magnussen, sorry. Ja, aber die Runde kann man ja sowieso vergessen. Nee, nee, nee. Das kann man ja vorne. Oh, also mit solchen Gebrauchten merkt man erstmal, was da hier an. Wie langsam das sein kann. Ne? Das sind gebrauchte Reifen natürlich, aber. Trotzdem von über 3 Zehntel weg von. Also die Runde war vielleicht sogar vom Fahrer die beste bisher. Mehr oder weniger. Also merkt man schon, dass es jetzt nur den Reifen liegen kann. Okay, das war wieder sehr spät, aber. Aber eigentlich muss man sogar so da durchfahren. Ja, 15, das ist eine halbe Sekunde. Mit gebrauchten Reifen, noch nicht gut zu wissen. Magnussen fährt sogar in die Box. Also einer ist schon mal aus meiner Sicht erstmal geschlagen. Und oh, das ist ein Haas sogar. Ich bin neunter. Also der Alpine ist durch, der Mercedes ist durch, glaube ich. Und der Mercedes war von hinter mir. Er vor mir, meine ich. Die Williams schaffen es nicht. Der McLaren schafft es. Der Joe schafft es nicht. Tsunoda schafft es nicht, okay, ich glaube, das könnte. Ah, Bottas schafft's. Der McLaren war schon vor mir. Ah, nee, es wird reichen, glaube ich. Nee, es wird reichen. Zwei kommen nur noch. Vettel schafft's, okay, sehr schön, der ist vor mir. Und der Haas schafft es nicht, also 14. Platz. Nicht gut aktuell, aber. Ja, solange es weiter reicht, ist mir das egal. Oh, eine Tausendstel! Trennen uns beide, what? Ja, es war schon, das war schon eng am Ende tatsächlich. Also 8 Zehntel safe wurden nur noch eine Zehntel ungefähr. Es war schon nicht unbedingt unknapp, ne? Also es war schon knapp. Aber gut. Aber immerhin habe ich mich nicht blamiert und bin nicht von ausgeschieden. Das war mir wichtig. In China kenne ich das auch noch, dass die KI ein bisschen stärker ist als auf gewöhnlichen, auf anderen Strecken. Da muss schon alles passen, wenn man überhaupt eine clean Route haben will. Die KI ist, denke ich, nicht zu stark, also die Stufe ist nicht zu stark, denke ich. Obwohl, ich habe die so gelassen wie ein Jetta. Und ein Jetta ist das Gegenteil eigentlich, mehr oder weniger. Ah, ich weiß es nicht. Ja, aber so stark, dass ich nicht ins Q2 kommen könnte, ist es schon mal nicht zumindest. Aber das muss man eh mit dem Auto erwarten, was wir haben. Na komm, Q3 zumindest ziehen und dann gucken, was geht.
Not macht, ich muss noch einen frischen zweiten Satz. Ich wollte nur hier zwei frische Sätze haben oder mindestens Hyko 3 im besten Fall noch. Schön innen fahren. Gut, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall selbst schon am Limit gebremst. Nein! Ah, oh Mann, ich hasse diese Kurve. Ah, das, die Kurve, da habe ich ein Problem mit, da den Bremspunkt zu finden. Ich habe keine Ahnung, wo man da bremst. Ich orientiere mich von der Kurve, ob da erst zu bremsen, aber das ist schon zu spät. Na, insbesondere war es aber trotzdem eine gute Runde. Ja, also ich glaube eine 34. Oh, nee, also nur nicht mal 3 Zehntel weg von Russell. Von Hamilton auch nur 2 Zehntel ungefähr weg, nicht mal 3 Zehntel. Das kann sich, denke ich, schon erstmal sehen lassen, oder? Also vorhin war ich eine Sekunde weg von... Okay, mal sehen, was Verstappen da war. Okay, Verstappen ist der eigentliche Beweis eigentlich. Er hat doch... Lila... Was? Im letzten Sektor Lila. Ob trotz dieses Riesenfehlers, okay. Ja, entweder hat er mir sogar Zeit gebracht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich ist es doch schneller, wenn man die Kurve perfekt erwischt, als wenn man zu weit rausfährt. Wenn abkürzen, klar. Ein bisschen Kurve schneiden, das kann schneller sein. Aber wenn man zu weit rausfährt... Das kann doch niemals schneller sein. Also, entweder habe ich dann in den davor zu, also sehr gut es gemacht, dass dieser Fehler nichts damit mehr, oder dass ohne den Fehler noch schneller der letzte Sektor gewesen wäre, einfach. Oder keine Ahnung was. Okay. Im Mittelsektor verlief am meisten. 5 Zehntel im Mittelsektor. Im ersten noch okay mit 2 Zehntel auf Verstappen. Im letzten sogar lila, wie auch immer. Das geklappt hat. Im Mittelsektor, da muss ich arbeiten. Obwohl sich das sogar, was ich da mache, obwohl, okay, dieser eine. Das, wo ich ja auch ein bisschen weit rausgekommen bin, das kann 5 Uhr was gekostet haben, aber 15 glaube ich nicht. Aber schon mal 14 näher dran als noch vorhin und ja, Vettel, ja, keine Ahnung, was das ist. Ich würde fast sogar sagen, ist die wieder safe, aber die dann würde ich trotzdem mit gebrauchten, mit frischen rausfahren nochmal. Weil diesmal lasse ich es nicht drauf ankommen, auf gebrauchten, weil mit gebrauchten kann man sich nicht mehr verbessern. Also wie man ja im Q1 gesehen hat und ich denke, diesmal könnte mich wirklich irgendwer noch dann rauskicken. Also klar, wenn die Runde jetzt nicht passt, dann kann wohl noch jemand rauskicken. Aber ja, mal schauen, mal sehen. Der Vettel ist der Vorletzte und ich bin der Letzte, okay. Also Vettel möchte schon noch was kommen, also... Ich weiß nicht, das kann nur aus dem Alter liegen. Dass der das nicht mehr abrufen kann, was er eigentlich abrufen sollte als viermaliger Weltmeister. Hat man so gefreut auf dieses Projekt mit ihm, um irgendwann um den Titel zu kämpfen, aber ja, bis jetzt tut Vettel nicht so viel um den Titel, ganz ehrlich. Ja, die Kurve muss man perfekt treffen. Ansonsten ist es absolut nicht schnell. Ja, es hat viel gekostet das hier. Boah, Vollgas! Dieser Teil macht mir aber öfter am meisten Spaß.
Mach ich meine Angstkurve. Wir waren sogar schneller, keine Ahnung. Wir werden mal sehen, ob das schneller war. Wenn ich vielleicht mal die Kurve treffe. Hier bremsen vielleicht irgendwo. Oh, das war zu früh, oder? Oh Gott. Ja. Ah, ne, hat nicht so viel gekostet, würde ich sagen. Ja, ne, Vettel. Okay, das. Aber es wird eine gute Verbesserung. Hätte ich mal gerade gebraucht. Ab Platz 3 für den letzten. Wir haben zwar so mal einen frischen Verzoft, glaube ich. Platz 2 sogar, what? Ich dachte, ich habe da Platz 3 gesehen. Nee, Platz 2 sogar, what? Oh, das sind Q3 dann. Das wäre doch perfekt. Für eine KI-Strecke. Ja, du fährst immerhin noch 12. Aber das ist nicht gut. Mit diesem Auto. Das tut mir leid, das muss man sagen. Also ich meine, immerhin ist er nicht 15er geworden. Immerhin hat er noch was geschafft. Aber halt nicht Q3. Mit dem Auto muss man mindestens, also wenn er nicht da ganz vorne ranknüpfen kann, okay. Aber mindestens Q3 muss mit dem Auto möglich sein. Also mindestens Q3. Alles andere ist von wirklich eine Enttäuschung. Und ich meine, gerade China, die ich lange nicht mehr gefahren bin jetzt, was eh immer eine KI-Strecke war, also dass die KI immer zu stark fast schon war oder sehr stark war. Und ja, und trotzdem noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Anbremsen hier auf die Strecke ein bisschen habe. Trotzdem bin ich hier gerade auf 2 gefahren noch im entscheidenden Moment und hätte das nicht mehr gebraucht, weil ich war mir immer noch 7. Ja, also sorry Sepp, ich mag dich, bin immer noch ein Fan von dir. Im Real Life, auch hier im Spiel. Und bin immer noch überzeugt davon, mit dir das Projekt zu haben, aber tut mir leid, aber wenn wir um den Konstrukteurstitel kämpfen wollen, dann auch, dann musst du schon entscheidende Punkte holen. Ich meine, alleine kann ich da nicht um den Titel leider kämpfen. Ja, leider, okay, ich könnte mal mit gebrauchten Reifen fahren jetzt, aber obwohl ich doch, ich mach das mal. Dann wird das Qualifying vielleicht ein bisschen länger noch, weil es hier von 22 Minuten. Ich will aber nur mal einen Unterschied versuchen. Jetzt gebrauchte Reifen, der Endteil mit frischen. Und wie viel schneller das gehen kann. Wenn man wirklich wissen, wie schnell das sein kann. Wenn man nur mit gebraucht gegen frisch, sage ich mal. Wie viel das Unterschied machen kann. Ich hätte nur den ganz langsamsten jetzt nehmen können, aber ich will dann lieber doch den etwas am wenigsten gebrauchten benutzen. Vor allem wie viel Grip dann es da ist, ne? Also mit gebrauchten Reifen lenkt das Auto schon ein bisschen schwerer, habe ich das Gefühl. Oder nicht das Gefühl, es wird bestimmt auch so sein. Ach komm, also nochmal so eine Q2-Leistung. Und dann kann das schon was Gutes werden, denke ich. Da bin ich mal gespannt, wie weit ich weg von der Spitze bin mit diesen Reifen. 34-0 von Sainz und an den Red Bull, der Red Bull ist da vor mir. Das könnte Verstappen sein vielleicht oder Perez. Auf jeden Fall ein Red Bull, mit dem man sich auf jeden Fall mit unserem Auto messen kann. Oh, gut am Limit gebremst. Oh, das war sehr gut am Limit gebremst. Ohne weit rauszufahren, aber trotzdem die Kurve getroffen. Ist wirklich Verstappen gewesen. Oh, eine 33,7, what? Eine 34,3. Das ist nicht schlecht. Also mit diesen kompletten, also gebrauchten Reifen, nicht mal 13 weg von einem Ferrari zu sein und nur eine halbe oder wie weit war es weg von Verstappen? Naja, okay. Ah, doch eine Sekunde. Auf dem 33, ja, okay, aber eine Sekunde nur weg zu sein mit gebrauchten Reifen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das. Also am Ende macht es nur 3-4 Zehntel aus. Aber kann ich mir um ehrlich fast gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber überhaupt mit gebrauchten Reifen überhaupt noch so viel zu schlagen, ne? Also ich glaube, zumindest Zwoll und Ocon haben irgendwas noch nicht für die Reihe bekommen. Aber auch Ricardo könnte schon so ein bisschen realistisch. Obwohl, ne. Ist auch nicht realistisch, weil Norris. Wer ist ein McLaren? Alonso ist ein McLaren. Ja, ich habe jetzt Norris gedacht, der fährt der Red Bull. Ja, okay, das macht dann schon Sinn. Okay, jetzt geht's aber. Jetzt muss es klappen.
1, okay. Also man kann auf jeden Fall über die Sekunde finden, wenn alles passt. Aber es gilt ja auch für die anderen, dass die noch etwas finden können. Und wisst ihr was, auf den entscheidenden Moment sage ich nur mal, mache ich hier Licht an, damit ich hier auch genug sehe. Passiert mir deswegen diese Fehler manchmal. Ach, zurückgefallen, das war schon die ganze Zeit bis zum. Aber ich sehe schon kommen, wie jetzt am Ende die Runde langsam ist, dass die mit gebrauchten Reifen, nur weil ich zu viele habe. Aber komm, man sollte nicht so denken, man sollte besser denken. Im entscheidenden Moment tue ich gerne mal verhauen, aber habe man schon Runden im entscheidenden Moment gehabt, die mega waren. Ich hoffe mal, dass das ein gutes Comeback hier ist. Ist es jetzt schon auch. Also wenn es bei Platz 7 bleiben würde, wäre es auch schon ein gutes Comeback. Aber ich will mehr. Und hier habe ich sogar noch so viel gefunden. Ach, wir waren so ein bisschen vorsichtig, ich weiß es nicht. Nur 4 Zehntel bisher, okay, aber ich fand die Runde eigentlich auch sehr ordentlich bis jetzt. Jetzt kommt erstmal meine Angstkurve noch. Aber eine halbe Sekunde ist schon noch etwas immerhin, ne? Ist schon klar. Ah, aber nur eine halbe Sekunde tatsächlich. Also keine Ahnung, was das jetzt war. Oh, okay. Weil draußen hier nochmal, okay, 6 Zehntel sogar noch. Ja, Platz 6 ist okay. Auch wenn das von wirklich eine sehr gute Runde, wie ich war, fand. Aber hey. Das Qualifying ist. Oh, aber ist wirklich eng da. Boah, Alter. Verstappen, Norris und George Russell. Das ist ja wohl echt eng, Alter. 3 Zehntel. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Also eigentlich ist Platz 6 schlecht mit diesem Auto, aber, also schlecht, also okay, aber nicht überragend. Aber wenn man sich den Abstand ansieht auf so einer KI-Strecke, auf eine Runde, die wirklich top für mich aussah, dann bin ich doch glücklich zumindest über den Abstand nur. 3 Zehntel sind ja mal voll akzeptabel. Ich meine, auf einer kompletten KI-Strecke ist dieselbe KI-Stufe wie in Twitter. Und in Twitter kennen wir es ja, ist die KI ja normalerweise nicht so gut. Vor allem in diesem ersten Sektor. Also, was die da im ersten Sektor immer macht, keine Ahnung. Und darum finde ich, da das die gleiche KI-Stufe ist wie in Twitter und dass ja, wie gesagt, die KI deutlich besser in, oder etwas besser in China ist als in Twitter, finde ich auf jeden Fall das Qualifying sehr gut. Also, mit dem Abstand zumindest, mit Platz 6 auch alles möglich, an Podium zumindest und alles. Ja, damit bin ich zufrieden. Aber mehr hat sich das auch nicht angefühlt irgendwie. Also die Runde war eigentlich schon da sehr gut. Muss ich so sagen. Gut, ausgerechnet Russell, der Mercedes, der hier vor mir ist und nicht Hamilton. Ausgerechnet habe ich Hamilton geschlagen als Russell. Für die Rivalität ist nicht so gut. Aber gut, ob ich Verstappen oder Russell jetzt genommen hätte, Verstappen war ja vor mir. Also daher hätte es jetzt keinen Unterschied für die Punkte gemacht. Okay, ja, jetzt bin ich schon hier wieder gleich. Okay, dann beende ich das mal jetzt und bis zum nächsten Mal beim Rendern und ciao.